Empfehlungen des schweizerischen Bauernführers zur Erstickung der Generalstreikbewegung. Der Generalstreik ist für einmal verschoben worden. Bereits wird aber in der sozialistischen Presse angekündigt, dass die Vorbereitungen deshalb nicht aufgegeben, sondern fortgesetzt werden sollen. Generalstreik ist der Name, Gewalt und Revolution sind das Ziel. Wir haben in landwirtschaftlichen Kreisen in letzter Zeit vielfach die Frage besprochen, wie bei Ausbruch des Streiks Eigentum und Sicherheit der Bürger geschützt werden können. Man rechnet damit, dass die Streiker aufs Land kommen und Lebensmittel gewaltsam requirieren werden. Die Leute sind organisiert. Nachts können Streifkolonnen von Velofahrern und Automobilen ausschwärmen und die Dörfer überfallen. Jedenfalls sind die Höfe und Dörfer in der Umgebung der Städte und in den industriellen Ortschaften gefährdet. Dasselbe gilt von allen Lebensmitteldepots in den Städten, namentlich auch von den Niederlassungen unserer landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände, Milchverbände und andere landwirtschaftlichen Vereinigungen. Vorfälle, wie sie sich in Bellinzona ereigneten, werden sich wiederholen. Es wurde vorgeschlagen, eine Bürgerwehr zu organisieren. Mir scheint das bedenklich zu sein, da es aufreizend wirkt. Aber andererseits wäre es doch töricht, wenn Staat und Bürgertum den Vorbereitungen der Revolutionäre tatenlos zuschauen würden. Mir scheint, dass es Sache des Militärs ist, das Nötige anzuordnen. Ich erlaube mir deshalb, Ihnen einige Anregungen zu unterbreiten. Bei Ausbruch des Generalstreiks sollte in allen gefährdeten Gebieten sofort der Landsturm zum Schutze der Dörfer und Höfe aufgeboten werden. Damit dies dann richtig funktioniert, sollte für jede Gemeinde ein Ortskommandant bezeichnet werden, der im Notfall die Führung zu übernehmen hätte, bis die militärischen Einheiten des betreffenden Gebietes die einheitliche Leitung organisiert haben. Von besonderer Bedeutung ist es, dass in den betreffenden Gebieten die notwendige Munition vorhanden ist. Bei Ausbruch des Generalstreiks sollten auch die Straßen, die zu den Hauptstreikzentren führen, bewacht und insbesondere nachts die Leute nur mit Ausweis durchgelassen werden. Betreffend die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Städten habe ich mir schon früher erlaubt, darauf hinzuweisen, wie gefährlich die Besetzung der Zeughäuser in den Städten durch die Revolutionäre werden könnte. Ist die Mobilmachung der Truppen überhaupt noch möglich, wenn die Arbeiter vorher von der Stadt Besitz ergreifen? Sollte für solche Fälle nicht ein besonderer Mobilmachungsplan entworfen werden? Es sollte auch in den Städten ein Verzeichnis und ein Situationsplan aller Gebäude vorbereitet werden, die bei Ausbruch des Streiks sofort militärisch zu besetzen sind. Kasernen, Zeughäuser, Staatsgebäude, Post, Telegraph, Telefonzentralen, Bahnen, Lebensmitteldepots, Mühlen, landwirtschaftliche Genossenschaftsgebäude und dergleichen. Je besser die Vorbereitungen zum Schutze der Ordnung sind, je rascher die Maßnahmen durchgeführt werden können, umso eher werden die Revolutionäre erkennen, dass sie unterliegen müssen, und umso weniger Blut wird fließen. Totenopfer werden nicht vergessen, und wenn der Sieg der Ordnung damit erkämpft werden muss, steigt die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung solcher Zwischenfälle. Kann aber durch richtige Vorbereitung verhindert werden, dass die Macht auch nur vorübergehend in die Hände der Revolutionäre übergeht, und wird die Bewegung im ersten Entstehen unterdrückt, so wird die Erfahrung den Leuten eine heilsame Lehre sein. Die empfohlenen Maßnahmen haben in erster Linie den Zweck, Blutvergießen und Sachschaden zu verhindern. Zur Unterdrückung der Revolution braucht es keine Vorbereitung. Die Landbataillone und die Divisionen der Welschen Schweiz würden in kurzer Zeit der Pöbelherrschaft ein Ende bereiten. Aber so weit sollte es nicht kommen. Die Bewegung muss im Keime erstickt werden. Indem ich Ihnen diese Anregungen zur Beachtung anempfehle, zeichne ich mit dem Ausdrucke größter Hochachtung als Ihr Ergebener Ernst Lauer.